Und schon wieder Falkensee. Wir kommen ja nicht los von dem Ort, gefällt uns irgendwie was hier. Was ist denn los hier in Falkensee? Schauen Sie an, hier ist Wahlkampf, das ist spannend halt. Die Heike Stumpenhosen habe ich hier jetzt schon wieder getroffen, die habe ich nämlich vorgestern erst bei Annalena. Medienwirksam als Bürgermeisterkandidatin muss man überall in der Stadt unterwegs sein und das mache ich auch gerne. Als Superheld auch. Deswegen sehen wir uns ständig. Also die Frage, die wir uns überlegt haben, falls wir eine stellen können, wäre, erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2? Aber wahrscheinlich nein. Frag ihn mal nach Wirecard, ob er sich da noch dran erinnert. Ja, das sagt er ja, dass er sich daran nicht mehr erinnert. Aber vielleicht, Nord Stream 2 war ja danach, vielleicht erinnert er sich ja noch daran. Ja, genau. So, und falls ja, könnte man ja mal fragen, wie das der beiden damals wohl gemeint haben könnte, als er 3 Meter neben ihm in die Kamera gesagt hat, dass die schon dafür sorgen werden, dass Nord Stream nicht in Betrieb genommen wird. Was könnte der damit wohl gemeint haben? Man könnte schwurbeln, wir machen das nicht, vielleicht sagt das uns. Vielleicht sowas wie in die Luft sprengen, aber das ist so unrealistisch, das kann nicht passieren, oder? Das würden die nie machen. Nee, das würden die aber nicht machen. Nee. Also wir sind ja im besten Deutschland aller Zeiten und da wird sowas nicht gemacht. Nee. Ich habe hier gerade fantastische Aufkleber entdeckt. Hier kann man nicht all die innen. Ja. Finde ich super. Wird so zu oft vergessen in dieser Welt. Überall fehlt das. Habe ich mir ein paar mitgenommen. Popcorn innen, so heißt das. Popcorn ist da, es kann losgehen. Und der Tisch ist irgendwie abgesperrt hier. Ich glaube, das ist das Spandauer Police Department. Ich würde mich freuen, wenn hier etwas mehr Ruhe eintreten würde, damit wir uns gut verständigen können. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum ersten Europafest hier in Falkensee. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir hier zusammen feiern können. Und wir würden auch gerne die festliche Veranstaltung gerne genießen, in Ruhe. Mein ganz besonderer Dank an den Brandenburger Bundesabgeordneten und Bundeskanzler Olaf Scholz. Olaf, toll, dass du da bist. Auch Dietmar Woidke ist bei uns, unser Landesvorsitzender und Ministerpräsident. Ein herzliches Willkommen für Dietmar. Kriegstreiber! Kriegstreiber! Unterschiedlich in seinen Regionen. Deshalb, lieber Dietmar, möchte ich dir danken. Ja, das hat denn das du mal, keine Waffen zu liefern an die Ukraine. Ich fasse dich nochmal an, okay? Zusammenhalt, wir haben Meilensteine gesetzt. Kriegstreiber! Wie zum Beispiel die Stadthalle, wo wir gerade stehen. Kriegstreiber! Du bist so ein Lappen, das ist Stadthalle. Werden wir zum Jahr. Willy Brandt und Servus Schmidt werden sich schämen für diese Kriegspropaganda! Willy Brandt und Servus Schmidt werden sich ins Kater drehen! Möchte ich die Gelegenheit nutzen, Lieber Olaf, wir wissen, wie schwer es manchmal ist, die besten europäischen Lösungen zu finden. Wir wissen aber auch, wie sehr du dich einsetzt für die europäische Lösung.
vielen Dank dafür. Wir sind auch für Frieden und Freiheit. Wir haben die gleichen Ziele. Und wir müssen auch alle protestieren. Ich freue mich, dass wir zwei Wochen haben. Also, der Landesvorsitzende und der Präsident.
Nicht unser Krieg! Nord Stream 1, Nord Stream 2! Scholz, wir sind keine Versuchskaninchen! Raus aus der WHO! Keine Versuchskaninchen! Oh, mein Schöner. Es ist doch klar, dass wir uns schützen, oder? Ja, ich habe an alles gedacht. Ich auch. Deshalb gleich zu schwurbeltreff.de. Jetzt auch als Android-App. Herr Scholz, erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2 eigentlich? Wissen Sie noch, was das ist? Kannst du zufrieden sein, da die Leute vorlassen? Ich wollte nur ein, zwei Fragen stellen. Herr Scholz, erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2 eigentlich? Wie hat das der Herr Biden gemeint, dass er sich darum kümmern wird, dass das nie in Gang gesetzt wird? Wie kann der das wohl gemeint haben, Herr Scholz? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2? Warum sagen Sie nicht, wer Nord Stream gesprengt hat, Herr Scholz? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2, Herr Scholz? Hier Bilder zu machen, nicht um rumzublödeln. Der ist nicht von uns. Der kann nicht auf Falken See schieben. Ach so, und deswegen darf er mich schlagen, weil ich nicht aus Falken See bin, oder was? Der schlägt hier. Ja, sie haben mich geschubst. Ja, ich hab sie weggeschoben. Ja. Wir wollten ihn sprechen hören und nicht ihre. Ja, und ich wollte ihm halt mal eine Frage stellen. Wer hat denn Nord Stream 2 gesprengt? Ja, machen Sie ruhig ein Foto. Gerne. Können Sie damit machen, was Sie wollen. Stellen Sie sich auf den Schlafzimmerstich. Aber wie sind wir zu Hause? Ja, wir haben keine Ahnung. Ach so. So ein dummes Gespräch von dir. Was willst du als Frage stellen? Ja, was ist mit Nord Stream 2? Wer hat das in die Luft gesprengt? Du bist ein richtiger Dummschwätzer. Wer hat das in die Luft gesprengt, möchte ich wissen. Hol deine 5 Leute, mit denen du da rumbrillst. Ich würde sagen, dass wir ungefähr die Hälfte des Saals bestellt haben. Macht euer Foto und seid glücklich. Und dann ist alles gut, ne? Die Russen waren es. Die Amis haben das Ding in die Luft gesprengt. Und ihr wisst es alle, aber keiner sagt es.